Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Verleihung des Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreises 2020. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à la première édition de la remise du prix suisse du Libre Jeunesse 2020. Buongiorno a tutti, un cordiale benvenuto alla cerimonia di premiazione del Premio Svizzero del Libro per Ragazzi. Je vous dis franchement, c'est un peu bizarre, car je n'ai jamais fait une remise de prix online. Ist also eine Premiere für mich, aber auch sonst eine Premiere. Dieser Preis wird nämlich in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben unter der Trägerschaft vom Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband SBVV, vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKIM sowie den Solothurner Literaturtagen. Keine Preisverleihung ohne kompetente Jury. Fünf Jurorinnen haben sich aus über 80 Eingaben auf fünf nominierte Buchprojekte geeinigt. Sie kennt bereits den Namen des Gewinnerprojektes. Ich möchte Sie begrüßen. Bienvenue à la présidente du Jury, Christine Lötscher. Hallo. Hallo Christine. 80 Eingaben aus der ganzen Schweiz, dreisprachig habt ihr das juriert. Gab es thematisch gesehen gewisse Tendenzen über alle diese Eingaben? Thematisch würde ich gar nicht unbedingt sagen. Es gab einfach eine unglaubliche Vielfalt von Themen, aber auch eine Vielfalt von Formen. Also wir haben ja in der Kinderliteratur Bilderbücher, Graphic Novels und dann die ganzen Mischformen, die man sich vorstellen kann. Also was uns aufgefallen ist, dass die Vielfalt enorm war. Wer schreibt denn eigentlich Kinder- und Jugendbücher? Sind das vorwiegend irgendwelche ältere Erwachsene oder wie muss man sich das vorstellen? Stellt man sich das vielleicht vor. Aber es gibt in der Schweiz so eine Tradition, dass Autorinnen und Autoren, die für Erwachsene schreiben, auch Kinderbücher schreiben, zum Beispiel Franz Hohler oder Sunil Mann, der auch dabei war in unserer Auswahl. Es gibt aber auch ganz junge Künstlerinnen, Autorinnen, meistens Leute, die zeichnen und schreiben, die in der Kinderliteratur ein Feld finden, in dem sie sich austoben, ausprobieren können. Kann denn Kinder- und Jugendliteratur auch spannend sein für erwachsene Menschen? Oder anders gefragt, wem würdest du empfehlen, auch mal wieder ein Kinder- und Jugendbuch zu lesen? Das würde ich allen empfehlen, weil Kinderliteratur ist natürlich Literatur für alle. Einfach das, der Unterschied ist nur, dass sie auch ganz kleine Leute schon anspricht. Fünf Projekte wurden nominiert, die liegen hier auf dem Tisch. Was kannst du über diese fünf nominierten Projekte sagen? Also erstmal möchte ich gerne sagen, dass es in jeder Jury natürlich darum geht, sich auf Kriterien zu einigen. Es gab so viele tolle Bücher, das war ziemlich schwierig. Wir haben uns dann auf das Kriterium mal geeinigt, dass wir Bücher auszeichnen wollen, die mutig sind, die etwas ausprobieren und die eine ganz starke eigene künstlerische Sprache, einen künstlerischen Ausdruck an den Tag legen, denen man nicht jeden Tag einfach so begegnen kann. Herausgekommen ist eine Shortlist mit drei Bilderbüchern, einer Graphic Novel und einer Jugenderzählung. Bilderbücher sind eigentlich das, was die Schweiz schon immer im Bereich Kinder- und Jugendliteratur am besten konnte. Das stimmt jetzt nicht mehr ganz, so ganz genau, aber das ist traditionellerweise das Feld, wo die Schweizer Autorinnen und Autoren wirklich großartig sind. Da haben wir aus drei verschiedenen Landesteilsprachen Bilderbücher ausgewählt. Il Tavolino Magico ist ein Märchen, Tischlein deck dich, neu erzählt und vor allem eben neu illustriert. Und da sieht man, wenn man alte Geschichten in eine neue Form bringt, wie ganz anders man die erleben kann. Also das ist alles in Schwarz-Weiß, Großfläche, Großformatik. Ein ganz wunderbares Erlebnis von einem Bilderbuch. Ganz ähnlich ist unser französisches Buch Grandir. Da geht es wirklich um das, was der Titel verspricht, um das Wachsen. Und zwar hört das Wachsen nicht etwa mit dem Ende der Jugend auf, sondern es geht von der Geburt oder schon vor der Geburt bis zum Tod. Und wir sehen hier eine Frau, die sich vom kleinen Kind eben bis zu etwas anderem, das sie dann nach dem Tod ist, entwickelt. Unglaublich fantasievoll, mit kurzen, präzisen Texten und verspielten, originellen Bildern, in denen eben alles sich mit allem verbinden kann. Also der Körper der Frau kann zum Baum werden, kann sich mit Tieren, mit Maschinen, mit Monstern, mit allem verbinden, was es auf der Welt gibt. Und das dritte Bilderbuch heißt Ich und meine Angst. Das ist eigentlich ein traditionelles Kinderbuchthema. Wie gehe ich mit Angst um? Erzählt die Geschichte eines Mädchens, dessen Angst, nachdem es in ein anderes Land kommt, immer größer wird. Und die Angst wird dargestellt, das ist das Großartige an diesem Buch,
als weiße Fläche. Also eigentlich das Weiße der Buchseite ist die Angst und die wächst und schrumpft. Und das Schöne daran ist, dass wir sehen, in der Art, wie das gemacht ist, dass Angst eben nicht einfach etwas Festes ist, sondern dass sie sich immer verwandelt. Und das Bilderbuch hat auch eine starke Dynamik. Dynamik ist auch das Stichwort für die Graphic Novel, die wir auf der Shortlist haben. Drei Väter erzählt eine Geschichte, die auch für ganz viele Kinder, aber auch Erwachsene Realität ist, nämlich Patchwork-Familien. Hier geht es um einen Jungen, der mit zwei Schwestern, einer sehr liebevollen, aber auch ziemlich überforderten Mutter und drei Männern, drei Vätern sozusagen, aufwächst. Das ist sehr chaotisch, das ist wild, aber es ist auch eine Welt voller Liebe und Inspiration. Schön. Und dann haben wir etwas ganz anderes. Wir haben ja hier so prachtvolle Bücher, bei denen eben auch die Materialität ganz im Zentrum steht. Das hier ist ein Buch, das man in die Hosentasche stecken kann. Und das soll auch so sein. Totsch, die Geschichte eines Jugendlichen, der anders ist als die anderen. Es geht um Freundschaft, es geht um Liebe und es geht um das Aufwachsen in der Provinz. Hat einen unglaublich tollen Sound. Hat Action, hat Spannung, alles, was ein gutes Jugendbuch braucht. 5 tolle Nominationen. Nur eines dieser Bücher wird den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2020 gewinnen können, dotiert mit 10.000 Franken. Die Nominierten können natürlich aufgrund des Lockdowns nicht zugegen sein hier bei uns im Studio. Dennoch möchten wir sie noch einmal in einer etwas anderen Art präsentieren. Hier sind 5 Videos von den nominierten Projekten. Ciao a tutti, salut tout le monde, hallo zusammen. Io sono Francesca e questo qua è il mio libro, Ich habe meine Angst, in italiano Io la mia paura e in francese Ma peur è moi. È un libro che, come dice il suo titolo anche, parla di una bambina e della sua paura, che è questo personaggio qua, che a volte è un personaggio molto piccolo e piuttosto simpatico e a volte invece diventa grandissimo e crea un po' di problemi. Questo libro parla anche di amicizia e in particolare di come a volte condividere le proprie paure con un amico le renda meno paurose e più piccole e di come a volte si possa giocare tutti insieme anche con le paure. Un saluto da Zurigo agli amici del premio svizzero del libro per ragazzi. Ciao! Hoi zusammen, ich bin Nanda von Ab. Ich bin für das Buch nominiert, Drei Väter. Es ist 2019 bei Edition Moderne erschienen. Es ist eine autobiografische Graphic Novel und handelt von einem Leben mit 3 Vätern und einer überstrapazierten Mutter, die alles allein machen muss, und 2 kleinen Schwestern, die eigentlich älter sind, aber sie sind einfach mich die ganze Zeit am kaputt machen. Es ist eben, wie gesagt, ein Comic oder eben Graphic Novel. Es ist jetzt gerade frisch die 2. Auflage. Worden. Also wenn es euch interessiert, könnt ihr es gerne bestellen oder euch mehr darüber informieren. Wenn ihr Französisch lesen wollt, könnt ihr es auch in 2 Wochen bei Misma in Frankreich gönnen. Und ja, danke vielmals für die Nomination. Ich fühle mich geehrt und ich gratuliere herzlich allen anderen, die aus Genf, und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Quando un autore si trova di fronte a una storia già fatta, che lui deve soltanto raccontare di nuovo, deve fare come il musicista, il suonatore di uno strumento, quando è di fronte a una partitura, a un brano musicale. Quello che gli tocca è intonare lo strumento, stare attento al tempo, scegliere il tempo, il ritmo della canzone e fare in modo che l'esecuzione di quella musica sia un dono rispetto al testo, sia qualcosa che lo arricchisce e che gioca con lui e che non lo tradisca in qualche modo o non lo impoverisca in qualche modo. Mein Name ist Sunil Mann. Ich wurde im Berner Oberland als Sohn indischer Einwanderer geboren und wohne heute in Aarau. Bislang habe ich 8 Kriminalromane geschrieben und 3 Kinderbücher. Totsch ist mein erster Jugendroman. In Totsch geht es um den Jugendlichen Olaf,
der den coolsten Jungen der Stadt, Yannick, stalkt. Ein unglücklicher Zwischenfall bringt die beiden zusammen, doch entsteht daraus Freundschaft oder vielleicht sogar mehr. Bonjour à tous. Petite vidéo pour vous présenter ce livre qui est le dernier de notre collaboration avec Emmanuel Houdard. Il s'intitule Grandir. Nous avons eu le bonheur d'être sélectionnés pour la première édition de ce prix et nous espérons que vous apprécierez ce livre. Donc ce livre est une succession de métamorphoses, c'est l'histoire de la vie de chacun. Si on devait résumer ce livre, je trouve que cette page le caractérise bien, puisqu'en fait il s'agit de cultiver son jardin personnel. Voilà les 5 projets nominés pour le prix suisse du livre jeunesse 2020. Le grand moment est arrivé, nous allons très bientôt connaître le nom du livre gagnant, qui gagne le prix suisse du livre jeunesse, doté de 10 000 francs suisses. Christine, bist du bereit? Ja. Der große Moment ist gekommen. Du kennst den Namen, die Urkunde ist bereit. Wollen wir einmal schauen, ob da wirklich das drinsteht, was ich erwarte? Genau. Das ist die Urkunde. Der Preis geht an Nando von Arp für seine Graphic Novel Drei Väter. Hey! Juhu! Was uns überzeugt hat an diesem Buch, ich habe ja schon erwähnt, es geht um eine Patchwork-Familie. Und wir waren uns alle einig, so etwas haben wir noch nie gesehen. Eine so radikale Kinderperspektive, ein so wilder Umgang mit Bildern, also mit inneren Bildern, die das Kind hat, wenn es in schwierigen Situationen ist, wenn es in glücklichen Situationen ist. Das Buch ist überhaupt nicht mehr so traditionell comicartig geordnet, sondern die Seiten sind einfach offen und es geht da ein Wind und eine Energie durch. Die Zeichnungen der Erwachsenen, die da drin vorkommen, die eine wichtige Rolle spielen, sind auch roh und wild. Sie sind Tiere, sie sind als Tiere dargestellt. Und es ist aber so, man lernt so viel über das Zusammenleben in der Familie und über Liebe und ich finde auch über Erwachsene. Also klar, man sieht die Welt aus der Perspektive des Jungen, aber man lernt auch ganz viel über die Art, wie Erwachsene mit Kindern umgehen. Eben nicht, die sind nicht beim Arbeiten, sondern die sind einfach für die Kinder da in diesem Buch und sind so unterschiedlich, dass das eben wirklich auch ein Buch für Erwachsene ist. Das klingt sehr, sehr spannend und macht einen lustig, das zu lesen. Lest doch das eine oder andere Buch und taucht ab und mutiert zum Lockdown-Bücherwurm. Wir stoßen jetzt an. Der Moment ist gekommen. Danke für die Arbeit. Danke an die ganze Jury. Merci à tout, au Jury pour le travail qui a été effectué. Santé. Das war sie, die erste Ausgabe des Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreises. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr zum Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis 2021. Ich freue mich darauf. Merci à vous tous qui nous ont suivis depuis la maison devant les ordinateurs. On se reverra l'année prochaine. Restez sains. Ciao à tutti. Ci vedremo presto.